Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute natürlich habe ich ein sehr spannendes Commentary vorbereitet. Ihr könnt wirklich auf was richtig Geiles gespannt sein. Von Hamburger Hänger bis Dennosch. Bis JustinTV ist heute alles dabei. Ja, selbst der Game.com ist dabei. Fangen wir aber mal mit dem ersten an. Bevor wir hier ein Commentary starten, muss ich euch mal hier eine Nachricht sagen. Und zwar der Sono Ibramovic hat sich gemeldet. Ein Mitglied der Hamburger Hänger. Zumindest wurde das mir so gesagt. Also ich glaube nicht, dass so ein, ja ich sag jetzt mal ganz klar, asozialer Lauch ein Hamburger Hänger ist, der mich als Hurensohn bezeichnet. Grundlos. Finde ich ganz asozial. Ganz, ganz asozial. Guck mal, das hier soll ein Hamburger Hänger sein. Munte Army. Quatsch. Du hast die Realität von YouTube und der Realität vergessen, Sonu Ibramovic. Das hast du vergessen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Wenn man YouTube, wenn man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Realität und zwischen YouTube. Das ist ein krankes Verhalten. Das ist dann krank. So. Ja, JustinTV, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du mich verteidigt hast gegen diesen Ibramovic, dass ihm ja eine Nachricht gesendet und ihn mal schön rasiert, wie Bushido jetzt sagen würde. Geil, richtig geil. Ja, und heute mal zu meinem kleinen Commentary. Ihr seht schon, wir spielen Point of Contact. Es ist mein Lieblingsmodus, macht einfach nur Bock. Richtig Bock. Am Anfang habe ich es gar nicht verstanden, um was es dabei geht. Aber heute geht es mir mal um was anderes. Und zwar, ich habe ein Video von Dennosch angeguckt. Einem wirklich sympathischen YouTuber. Ich sehe gerade, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Das ist ja peinlich. Ja, Dennosch. Und zwar, Dennosch hat ein Video gemacht über ja, YouTuber. Und da hat er natürlich gesagt, hey, so sieht das heute auf YouTube aus. So ist es. Ne? Zum Beispiel, dass er gegen Abo versus Abo ist, hat er ein bisschen erklärt über, dass es ja YouTuber gibt, die hingehen, ne, und sagen, hey, ich gebe dir ein Abo und du gibst mir ein Abo zurück. Ne? Das gibt's auf YouTube, ganz klar. Das sind natürlich keine schlechten Menschen, ganz klar. Das sind ganz normale Leute, die natürlich, jeder sucht auf YouTube irgendwie Aufmerksamkeit, ne? Aber mir persönlich ist das jetzt egal. Ne? Ich schreibe ja auch nirgendwo in meine Videobeschreibung abonnieren, liken. Bei mir habe ich ja nicht mal so, wenn ich bei mir ein Video angucke, da habt ihr ja nicht mal Werbung, ne? Brauche ich alles gar nicht. Es ist für mich einfach nur ein Hobby, ganz klar. Und das ziehe ich einfach so durch, weil ich Lust habe. Und ich mache ja zurzeit mehr Themen-Commentary. Und ich weiß, dass viele Abonnenten mit dem natürlich wenig anfangen können, mit dem Thema Geld, mit dem Thema Erdöl, aber ich möchte einfach den Leuten das auf den Weg bringen. Und ich weiß natürlich, könnte ich jetzt hier, oh, guck mal, hier eine Muschi. Nee, das ist nicht meins. Ich bin einfach so einer, der sein Ding durchzieht und sich nicht irgendwie verstellt. Ja, finde ich ganz klasse von Dennosch, dass er dieses Video gemacht hat. Ja, das ist einfach geil. Na, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, Leute. Also da mache ich gerne Werbung, da muss man Schleichwerbung machen. Weil, Leute, manche Leute haben es einfach verdient. Und dieser Dennosch hat es einfach verdient. Und zwar, ich muss mal sagen, ich hatte damals nach einem Headset gesucht. Ja, nach einem Headset. Und der Dennosch hat extra für mich ein Video gemacht. Extra. Weißt du, wie viel Arbeit das macht? Das ist total menschlich. Und das habe ich auch nicht vergessen, Dennosch. Also, das habe ich wirklich nicht vergessen. Ein ganz, ganz toller YouTuber. Und wenn ihr einen YouTuber sucht, der cool ist, dann könnt ihr mal bei Dennosch vorbeischauen. Und dann könnt ihr euch mal das Material reinziehen. Weil das ist hochwertig. Das ist hochwertig. Also, das ist so hochwertig. Also, das glaubst du gar nicht. Genau. Ja. Wie sieht das heute bei YouTube aus? Es gibt natürlich viele falsche Schlangen auf YouTube. Viele asoziale Leute, die natürlich mit asozialem Content ist das Material, was ich liefere, versuchen hier irgendwie was zu machen. Also warte, erstmal muss ich Munition kaufen. So, das geht gar nicht.
Okay, es gibt auf jeden Fall sehr viele asoziale YouTuber da draußen und die einfach mit wirklich Mist, wirklich mit richtigem Mist und mit Lügen erfolgreich sind. Da hätten wir zum Beispiel, und ich sag's ganz klar, und das soll auch nicht irgendwie fame-hurenhaft sein, Herr Tutorial. So. So, wenn man jetzt was über den Herr Tutorial sagt, was passiert dann? Natürlich kommen die ganzen Weiber an und müssen mich voll zicken. Ist auch nervig. Ist auch nervig. Herr Tutorial nennt zum Beispiel ein Justin Bieber Video. Was, wenn man es natürlich sieht, im Videotitel. Ah, Justin Bieber, Musikvideo. Neues Musikvideo von Justin Bieber. Dann gehe ich da drauf und dann ist da so ein Hairstyle-Video. Das ist Verarsche. So sieht das nämlich aus. Und man verarscht den Abonnenten nicht. Und na klar, manche lassen sich's gefallen und manche blicken gar nicht, dass man verarscht wird. Schnelle Runde. Point of Contact. So sieht's aus. Das war mein Video. Kurz und knapp, heute mal gar nicht so lang. Herr Bora wurde leider zerstört. Hätte mein Team mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer YouTube Gamescom auf der PS3. Ciao.